Good afternoon in the afternoon. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder guten Morgen, gute Nacht, guten Tag, wann immer du dieses Video schaust. Sehr, sehr schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du dir schon die anderen Videos angeschaut hast im Rahmen dieser Webtalk-Reihe, dann merkst du, wir nähern uns langsam dem Ende. Aber das macht nichts, denn heute, da machen wir es nochmal richtig schön. Das ist heute unser Thema, Dinge schön zu machen. Das machen wir heute, das machen wir nächste Woche und natürlich auch noch in den anderen Videos. Und warum ist heute das Thema schön machen? Ich habe neulich ein kleines Gespräch geführt mit einem Bekannten von mir und da haben wir darüber philosophiert, wenn wir essen gehen, dann wollen wir es schön haben. Wenn wir unser Zuhause einrichten, dann wollen wir es schön haben. Wenn wir abends ins Bett gehen, dann freuen wir uns über ein schön gemachtes Bett. Wir freuen uns morgens über ein schön gemachtes Frühstück und so weiter und so weiter. Also wir lieben es, wenn Dinge schön sind. Und mein Ansatz heute ist es deshalb auch, dich mitzunehmen. Wie können wir mit ganz einfachen Möglichkeiten lernen, schön machen? Wie können wir eine Plattform wie Moodle, ein großes, voluminöses Lernmanagementsystem, wie können wir das schön machen, sodass es ansprechend ist für die Schülerinnen und Schüler und nicht nur, weil das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, nur eine Plattform ist, wo ich Material ablege, was der Schüler dann herunterlädt. Vielleicht kennst du das auch so in der Schule, in der Lehre, du stellst ein Material auf irgendeiner Plattform, es muss auch nicht Moodle sein, ein und du lädst es hoch, deine Schüler laden es herunter. Da müssen sie es von Hand ausfüllen, weil oft haben sie gar nicht die digitalen Endgeräte oder die Voraussetzungen, das dann auch digital zu bearbeiten. Und dann geht's los, die Schüler sind irgendwann fertig, da müssen sie es scannen, hochladen auf diese Plattform. Du gehst hin, kommst wieder online, lädst das Ganze wieder runter und so weiter. Also ein großer Kreislauf derer Dinge, die da so passieren. Und dabei geht es auch anders. Es geht auch mehr in die Tiefe. Und das wollen wir uns heute anschauen, wie können wir die Plattform Moodle schön machen. Vielleicht ein kleiner, ganz kleiner Mini-Ausflug. Moodle gibt es tatsächlich schon seit fast 20 Jahren. Vor über 18 Jahren hat sich eine Person mal überlegt, ich möchte gerne ein System entwickeln, wo ich Material einstellen kann, wo ich aber auch kreativ und kollaborativ, also gemeinschaftlich mit anderen zusammenarbeiten kann. Und daraus ist über die Jahre Moodle immer weiter gewachsen und es wird ja mittlerweile auch in ganz vielen Bildungseinrichtungen genutzt. Und für die heutige Aufzeichnung habe ich einen extra Moodle-Kurs angelegt. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei, dass wir uns das gemeinschaftlich anschauen können. Und lass dich bitte nicht verunsichern, wenn das bei dir vielleicht ein bisschen anders aussieht. Das hängt immer auch ein bisschen damit zusammen, wie das Moodle in den Basiseinstellungen konfiguriert ist. Grundsätzlich ist es bei Moodle ja so, dass es Kurse gibt. Und hier in der Übersicht, die wir uns jetzt anschauen, habe ich den Kurs angelegt für das OER-Camp, nämlich den Webtalk. Und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich mein Kurs, der noch komplett leer ist, weil wir den heute schön machen wollen und in der nächsten Woche, der nächsten Webtalk-Reihe uns anschauen wollen, wie können wir jetzt auch noch externe Inhalte, die ja auch total gut sein können und total gut sind, wie können wir die hier einbauen? Es geht also heute auch nicht darum, wie kann man so ein Moodle installieren. Da gibt es eine spezielle Episode innerhalb dieser Webtalk-Reihen von Guido. Der erklärt das ganz ausführlich, wie kann ich das auf einem eigenen Server installieren. Hier gehen wir davon aus, dass Moodle schon installiert und eingerichtet ist. Und dann sieht der Kurs erstmal so aus. Er ist komplett nackt. Er ist komplett leer und wir wollen das Ganze jetzt ein wenig mit Leben füllen und es halt schön machen für die Schülerinnen und Schüler. Wichtigste Funktion an erster Stelle ist immer oben rechts Bearbeiten einschalten. Einmal draufklicken und erst dann kann ich tatsächlich auch Veränderungen in meinem Moodle-Kurs vornehmen. Gut. Und wir starten jetzt einfach mal, weil ich bin ein sehr visueller Mensch. Unser Gehirn lernt auch sehr visuell. Es assoziiert immer sofort, wenn wir an Dinge denken, also an Wörter denken, dann denkt es nicht nur in Wörtern, sondern es denkt auch in Bildern. Und wenn wir Bilder sehen, dann können wir ganz anders uns emotional ansprechen. Dann können wir ganz anders
ja auch Input generieren, Vorwissen aktivieren, Lernstränge bei den Schülerinnen und Schülern aktivieren. Und deshalb meine erste Idee, am Anfang eines Kurses immer ein Bild einzufügen. Um was geht es denn innerhalb dieses Kurses? Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ich bin selber Englisch- und Erdkundelehrer. Ich mache heute mal einen Moodle-Kurs zum Thema In the News. Ja, ein klassisches Beispiel, wie können wir also Nachrichten verarbeiten? Und um jetzt erstmal ein Hintergrundbild für diesen Kurs einzustellen, wähle ich hier oben auf nicht da, auf den zweiten Abschnitt, bearbeiten, nämlich die Einstellungen möchte ich gerne bearbeiten. Also die Einstellungen von diesem Kurs. Und dann öffnet sich ein neues Fenster. Und für uns interessant ist eigentlich tatsächlich, ja, diese Leiste dort in der Mitte. Übrigens, kleiner Tipp an der Stelle, es gibt ein Geheimnis. Und immer dann, wenn Leute das Wort Geheimnis hören in meinen Schulungen, dann sagen sie so ganz fasziniert, oh, mach das mal mit, es wird dir helfen, dich an diese Leiste zu erinnern. Also, es gibt ein Geheimnis der Leiste, die wir uns später noch anschauen werden, aber in der Leiste, die jetzt schon da ist, gibt es verschiedene Icons. Die erinnern so ein bisschen auch an die ganz normalen Bearbeitungswerkzeuge aus beispielsweise Word oder irgendwelche Textverarbeitung. Andere Hersteller gibt es auch noch. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte erstmal ein Bild einfügen. Und dafür klicke ich auf dieses Symbol, nämlich das Icon für Bilder einfügen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder hingehen, ich kann ein Bild hochladen von meinem Computer. Oder aber ich gehe auf eine kostenlose Bilddatenbank. Auch dazu gibt es ja innerhalb dieser Webtalk-Reihen ein Video von Christina zum Beispiel, wo man kostenlos Material findet, Pexels, Pixabay und so weiter. Und ich gehe jetzt mal auf Datei auswählen. Ich lade die jetzt von meinem Computer hoch. Ich habe das schon vorbereitet. Und lade das Bild hoch. Das passiert, das dauert immer einen kleinen Moment. Ja, ich möchte es gerne überschreiben. Und jetzt musst du zwei Dinge beachten. Erstens, es ist ganz wichtig, hier oben links, wenn du keine Beschreibung hast, auszuwählen und anzuklicken, dass die Beschreibung nicht notwendig ist, sonst kannst du das Bild nicht speichern. Und dann würde ich immer empfehlen, die Größe des Bildes zu verändern. Und zwar hier auf, sagen wir mal, 500 in der Breite, 500 Pixel. Wenn der Haken bei proportional aktiviert ist, dann macht er das Bild automatisch proportional. Und jetzt sichern wir das Bild. Und damit ist es aber erst einmal nur, es lädt, in unserer Beschreibung gesichert. Ja, jetzt lädt mein Moodle gerade. Der klassische Vorführeffekt. Ich lade nochmal die Seite neu durch. Da hat sich gerade der Moodle-Kurs aufgehängt. Das macht nichts. Ich mache es noch einmal schnell. Also ich suche nochmal das Bild raus. Ich möchte es nicht nicht beschreiben und klicke nochmal auf Bild sichern und warte jetzt einfach kurz. Das ist manchmal bei Moodle auch tatsächlich so ein bisschen tricky. Manchmal dann lädt es, es passiert nichts oder es werden Dinge nicht angezeigt, die man macht. Da gilt es einfach ein bisschen Geduld zu haben, so wie jetzt. Da ist nämlich das Bild auch da. Und jetzt ist noch eine Sache wichtig. Ich muss noch den Haken setzen bei die Beschreibung im Kurs zeigen, weil nur dann wird diese Beschreibung und das Bild auch tatsächlich im Kurs angezeigt. Und jetzt muss ich ganz nach unten scrollen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder auswählen, speichern und zum Kurs oder speichern und anzeigen. Wenn ich speichern und anzeigen wähle, dann bleibe ich auf dieser Seite. Es wird zwar gespeichert, aber ich bleibe dort. Von daher würde ich empfehlen, speichern und zum Kurs zu nehmen. Weil dann komme ich in die Hauptseite meines Kurses. Und tada! Ich sehe das jetzt hier. Jetzt habe ich also das Bild oben eingefügt. Das kann ich natürlich also jetzt variabel für mein Thema, je nachdem, was es ist,
verändern. Jetzt möchte ich noch eine Sache anpassen, weil ich möchte auch immer das Thema nochmal, das Oberthema hinzupacken. Also in the news. Und dazu gehe ich nochmal auf Bearbeiten, Einstellungen bearbeiten. Könnte jetzt hier oben einfach hingeschreiben, der, wo jetzt Ankündigung steht, in the news. Ja, Sie sehen es da oben. Und ich gehe wieder zurück zu meinem Kurs. Jetzt steht das da oben ja, als eine Anzeige. Jetzt geht es darum, wie strukturiere ich meinen Kurs weiterhin? Moodle hat es so voreingestellt, dass es immer Themen gibt. Du siehst das hier. Es gibt Thema 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal als lose Sammlung. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, baust du den Kurs so auf, dass der für das ganze Schuljahr gemacht ist? Dann machst du halt die ganzen Themen des Schuljahres durch. Und ich empfehle an der Stelle, nicht jetzt nur die vier Themen zu nehmen, also wenn wir sagen, wir haben vier Unterrichtseinheiten, nicht nur die vier Unterrichtseinheiten als Thema aufzuführen, sondern kleinschrittiger zu denken. Also das Thema in the news jetzt kleinschrittig aufzudröseln in Unterthemen. Und auch das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier nochmal auf das Thema 1 bearbeiten. Und jetzt wechsle ich einmal meinen Bildschirm, weil ich etwas vorbereitet habe. Und zwar ist das erste Thema innerhalb unseres Kurses das Thema Teen Times. Und ich habe das hier mal vorbereitet. Das Thema lautet also Teen Times und die Kompetenz, einfach nur damit es für die Schülerinnen und Schüler auch klar ist, was mache ich da eigentlich, schreibe ich da mit rein. Also ich kann mich über Medien, Klammer auf, Filme und Zeitschriften auf Englisch informieren und austauschen. Auch das hilft ja, auch nachher, wenn dieser Kurs nachher mal richtig voll ist, Dinge noch wiederzufinden. Es hilft auch zu gucken, okay, was haben wir da nochmal gemacht? Also auf Schülerebene formulierte Kompetenzen. Ich klicke einmal auf Speichern. Und dann sehen wir es dort auch nochmal. Steht jetzt nicht mehr Thema 1, sondern Teen Times. Ich könnte natürlich auch weiterhin das hier oben einfach Thema 1 benennen, einfach damit es nachher übersichtlich bleibt. Und schreibe dann dahinter Teen Times, muss einfach nur Enter drücken, schon ist das Ding gespeichert. Und so kann ich das also machen mit allen Themen, die ich jetzt habe. Und jetzt geht es ja darum, dann auch dieses Thema mit Leben zu füllen, also Inhalte reinzulegen. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. In Moodle heißen diese Möglichkeiten Aktivitäten oder Material anlegen. Und das finden wir über dieses gelbe Plus. Wenn ich dort draufklicke, dann öffnet sich ein sogenanntes Pop-up. Und hier werden mir jetzt alle Aktivitäten angeboten, die es in Moodle gibt. Ich kann an der Stelle nicht jetzt auf alles eingehen. Ich möchte nur mal so ein paar Basics erklären. Das Simpelste und Einfachste, was man machen kann, ist, man fügt ein Textfeld ein. Das ist wirklich das Leichteste, was geht. Das wäre quasi einfach, wo ich was reinschreiben kann. Wähle ich jetzt Textfeld aus, dann öffnet sich sofort das Textfeld wieder mit der Geheimnisleiste. Und ich könnte an der Stelle wieder hingehen. Ich könnte ein Bild einfügen. Ich kann aber auch ganz normalen Text einfügen. Und auch den habe ich vorbereitet. Den hole ich mir jetzt mal wieder dazu. Sekunde kurz. Und füge den dann einfach dort ein. Den kann ich also innerhalb eines Textdokuments schon vorbereitet haben. Füge den ein. Ich kann den dann entsprechend noch bearbeiten, Überschriften fett machen und so weiter. Ich speichere das mal einmal, damit wir es einmal in der Gänze sehen können. So würde das dann aussehen. Thema 1, ich kann mich über Medien auf Englisch informieren und austauschen. Und hier würde jetzt stehen, was passiert in Thema 1? Was musst du als Schüler alles machen? Also beispielsweise müsste der Schüler jetzt hier ein Vokabelarbeitsblatt bearbeiten. Er müsste ein Vokabeltraining machen. Dann steht hier was, ich kann einer Filmsequenz Informationen entnehmen. Da kann ich also jetzt, muss der Schüler irgendeinen Film offensichtlich gucken. Ja, das heißt, ich habe einfach nur runtergeschrieben, was dort passiert. Du siehst es vielleicht schon, während ich so durchscrolle, das ist für den Schüler weder
ansprechend, noch motivierend, noch übersichtlich, wenn wir einfach nur so Text untereinander wegknallen, sage ich einfach mal. Und von daher würde ich es persönlich, ich würde es kleinschrittiger angehen. Wir gucken nochmal hin. Hier steht ja, copy the vocabulary. Also als erstes soll der Schüler einen Vokabelinhalt bearbeiten. Und dann würde ich das ganze andere erstmal rausnehmen. Das würde ich gar nicht da reinschreiben. Ich gehe also nochmal in die Einstellung. Und alles hier drunter, das schmeiße ich erstmal raus. Weil jetzt habe ich nur den Hinweis, dass der Schüler die Vokabeln machen soll. Und jetzt kann ich als Lehrkraft Folgendes machen. Also so haben wir das bei uns an der Schule immer gemacht. Ich kann jetzt eine Aktivität oder ein Material anlegen, wählen und kann dann wählen Datei. Ja, hier oben rechts, Datei. Da ist es. Und könnte jetzt hingehen, also wir in der Schule haben das immer so gemacht, dass wir, damit die Schüler nicht so viel Zeit beim Abschreiben verbrauchen von Vokabeln, dass wir zumindest schon mal einige deutsche Vokabeln angeboten haben. Und jetzt würde ich hier hingehen, schreibe also hier hin, Vocabulary Sheet. Den Namen muss ich immer vergeben und dann wähle ich von meinem Computer eine Datei aus, die ich hochlade. Muss ich also entsprechend wieder hochladen. Das ist also ein vorbereitetes Dokument. Und an der Stelle auch wieder der ganz wichtige Hinweis, unbedingt, bitte, 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 wenn wir für Schülerinnen und Schüler Material zur Verfügung stellen, immer als Dokumentenart PDF erklären. Warum? Weil PDF universell lesbar ist. Ich erlebe das ganz oft, dass da stellen Lehrkräfte was in Word ein, die Schülerinnen und Schüler haben kein Word. Oder die haben kein Pages. Oder die haben kein Open Office, kein LibreOffice, was auch immer. Da bin ich, wenn ich mit Word, mit PDF arbeite, einfach auf der sicheren Seite, kann sicher gehen, dass da nichts schiefläuft und dass auch alle Schülerinnen und Schüler das wirklich, wirklich öffnen und bearbeiten können. So, ich versuche gerade hier hochzuladen. Es gibt keine Datei, ja, das ist richtig, weil ich kann gerade keine auswählen. Ist auch spannend. Ich gehe mal einmal auf Speichern und zum Kurs zurück. Ja, er sagt, dass er eine Datei haben will. Kann er aber an der Stelle nicht hochladen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch gelesen, diese Woche gab es insgesamt ein bisschen Moodle-Schwierigkeiten. Aber an der Stelle wäre es also so, du würdest ein PDF-Dokument an der Stelle hochladen können. Dann mache ich jetzt mal abbrechen. Wollen ja nicht jetzt die Zeit damit aufbrauchen. Ich gucke gleich nochmal, dass es geht. Es wird also an der Stelle dazwischen ein PDF eingeschoben. Ja, und jetzt scrollt der Schüler weiter runter. Ich lege ein neues Textfeld an, wo ich die weiteren Aufgaben, und da geht es jetzt um einen Film, einbaue. Gehen wir einmal zurück zum Kurs. Und das gleiche Prinzip wie gerade ist, okay, jetzt soll der Schüler sich einen Film angucken. Ja, perfekt. Ich gehe wieder auf Aktivität oder Material anlegen. Wähle wieder Datei. Und suche jetzt nach dem passenden Film, den ich dort entsprechend zeigen möchte. Ich probiere einfach mal eine Sache aus. Vielleicht geht das ja eher. Und das scheint zu klappen. Okay, dann mache ich jetzt nicht Film, sondern ich mache die Vokabeln noch einmal. Also du fügst einen Film oder Vokabeln, völlig egal. Also alle Dateien, die du auf deinem Computer hast, kannst du da hochladen. Und jetzt sehen wir auch, aha, es hat sich diese PDF eingefügt. Super. Weil was ich jetzt machen kann ist, die steht jetzt ja an der falschen Stelle, ich gehe einfach vorne auf dieses Fadenkreuz und kann innerhalb meines Kurses ganz einfach Inhalte verschieben. Und an die gewünschte Stelle schieben. Ich kann auch hingehen, wenn ich sage, okay, der Schüler soll erstmal noch gar nicht alles sehen, was ich gemacht habe als Lehrer. Perfekt. Ich gerne auf Bearbeiten gehen und kann diese Aufgabe erst einmal verbergen. Das bedeutet, ich kann schon eine ganze Unterrichtseinheit anlegen, aber ich kann sie
einfach nur Woche für Woche sichtbar machen, sodass ich in der Hand habe, wann der Schüler welchen Inhalt präsentiert bekommt. Ich klicke jetzt hier auf Verbergen, dann ist es auch so ein bisschen grau hinterlegt, ist für mich auch optisch deutlich, okay, das ist noch nicht für den Schüler sichtbar. Er würde jetzt erstmal nur das Vokabel, die Aufgabe zu dem Vokabel sehen und dann das PDF mit den Vokabeln durch einen Klick herunterladen können. Ja, so kann ich das natürlich ganz, ganz voll machen. Ich kann also wirklich immer Aufgabenstellung, O-Material einfügen. Geht, perfekt. Ich kann im zweiten Thema, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu komprimieren, könnte ich auch hingehen und sage, als Aktivität oder Material anlegen, wieder, ich möchte jetzt gar nicht so viel schreiben, weil das Thema 2, da geht es eher darum, dass der Schüler selber mal ein bisschen Medien durchforsten soll und daraus einen eigenen Nachrichtenartikel formulieren soll oder eine eigene Nachrichtensendung oder einen eigenen Instagram-Post oder wie auch immer gestalten soll. Und da gibt es auch eine ganz tolle Möglichkeit innerhalb von Moodle, nämlich die sogenannte Aufgabe. Dort oben ist sie. Wenn ich diese Aktivität auswähle, dann kann ich hier auswählen als Name der Aufgabe write, oder sagen wir mal, post a news article. Oder vielleicht create a news article, noch freier. Ich könnte dort jetzt die Beschreibung einfügen. Also was weiß ich, ich schreibe es jetzt mal auf Deutsch hin. Formuliere einen eigenen Nachrichteneintrag. So. Ja. Ich könnte dem Schüler jetzt auch noch Hilfsdateien anbieten. Also ich könnte ihm wieder ein PDF ablegen, einen Film, eine Musikdatei, also auch eine Höraufgabe. Könnte ich alles hier ablegen. Und jetzt wähle ich aus, okay, ab wann soll denn der Schüler diese Aufgabe auch wirklich abgeben? Bei dem Schüler wird es dann so angezeigt, es gibt eine Aufgabe, die muss ich bis dann und dann gelöst haben. Und da kann ich jetzt hier ganz viele Parameter eingeben. Ich kann also sagen, ab heute bis zum 12. Januar, ich kann es sogar minutengenau einstellen. Ich kann nochmal sagen, als Lehrkraft, wann möchte ich nochmal eine Erinnerung bekommen, wann ich die Bewertung abgeben muss. Und jetzt kann ich das Ganze wieder speichern. Und für den Schüler würde jetzt eine Aufgabe aufgezeigt werden. Da würde jetzt drinstehen, das, was ich gerade eingetragen habe. Es ist aber nicht mehr so ein Wust, sondern der Schüler muss draufklicken, um zu der Beschreibung zu kommen. Das heißt, das macht es an der Stelle ein bisschen übersichtlicher. Und ich kann ganz kreative Aufgaben dort einbinden. Denn nicht nur immer dieses Hoch- und Runterladen von PDFs, sondern den Schüler ja einfach individuelle Aufgaben bearbeiten lassen. In dem Fall formuliere eine Nachrichtensendung oder stelle einen Instagram-Post ein. Und der Schüler muss das dann hochladen. Ich erspare mir also dieses Hoch- und Runtergelade und habe gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern in den Austausch zu gehen. Okay, wenn wir jetzt sagen, Thema 2 ist durch, dann gehen wir zu Thema 3. Und auch dort gibt es wieder eine Möglichkeit, wie ich ja diesen Wust an Informationen, den ich da oben habe, ein bisschen besser strukturieren kann. Und das wäre die nächste Aktivität, die wir auswählen könnten. Zwar eine meiner Lieblingsaktivitäten tatsächlich, ist das sogenannte Buch. Beim Buch ist es nämlich so, dass das, was ich dort eintrage, nicht von oben nach unten so groß wird, sondern dass Lerninhalte komprimiert dargeboten werden, von links nach rechts zu blättern. Das heißt, der Schüler müsste wirklich sich durch dieses Buch durchlesen, durcharbeiten, damit er die Inhalte präsentiert bekommt. Das ist also einfach nur eine andere Form der Darstellung, macht es aber wieder übersichtlicher und anschaulicher. Wenn ich jetzt auf das Buch draufklicke, muss ich dem Ganzen erstmal einen Titel geben. Ich gucke nochmal, was habe ich hier vorhin vorbereitet als Themenkomplex, Themenblock. Vielleicht gibt es in dem Themenblock at the Shopping Center, wie ist da was passiert, ein Nachrichtentext im Englischbuch, was ich halt benutzen möchte. At the Shopping Center. Okay, das ist das Thema des Buches. Jetzt scrolle ich runter und jetzt Tipp an der Stelle, nicht auswählen, speichern und zum Kurs, an der Stelle nicht, sondern an der Stelle bitte auswählen, speichern und anzeigen. Das sorgt nämlich dafür, dass das Buch jetzt direkt geöffnet wird und ich nicht erst wieder im Kurs lande.
ist halt eine Ausnahme. So, das Buch lädt und da ist schon Kapitel Nummer 1. Und das Programm Moodle fragt mich jetzt, ich brauche eine Überschrift. Also at the Shopping Center, ja. Was ist denn das erste Kapitel? Vielleicht ist das erste Thema a Surprise. Und jetzt könnte ich an der Stelle Inhalt einfügen. Und an der Stelle kann ich jetzt sagen, ich möchte einfach Text schreiben. Ich mache das mal. Ich kann also hier Text schreiben. Ich kann dort eine Aufgabe ablegen, aber wirklich als Textelement. Ich kann Bilder ablegen, ich kann Filmmaterial ablegen, ich kann auch eine Aufgabe einsprechen als Audiodatei. Also man sieht das hier schon, es gibt das Icon für Bild, für Videodateien, Audiodateien, also eine Höraufgabe in dem Fall. Und kann ich alles hier einfügen und in diese Box quasi reinpacken. Ich kann die Box noch weiter formatieren, also alles steht mir zur Verfügung. Ich kann an der Stelle aber nicht... Das ist leider so ein kleines Manko. Ich kann an der Stelle jetzt kein PDF einbinden. Also wenn ich das machen möchte, funktioniert das an der Stelle leider nicht. Ich klicke jetzt mal auf Änderungen speichern. Weil jetzt wird unser Buch mit dem ersten Kapitel angelegt. Und so sieht unser Buch jetzt aus. Das Buch heißt At the Shopping Center. Und das erste Kapitel heißt A Surprise. Und hier auf der rechten Seite kann ich ganz einfach über einen Klick auf das Plus ein neues Kapitel hinzufügen. Man sieht ja schon, das vorherige Kapitel heißt A Surprise. Das zweite Kapitel heißt My Shopping Bag. Keine Ahnung, ich denke mir jetzt gerade halt irgendwas aus. Und auch hier kann ich wieder Text schreiben, Audiodateien, Filmdateien, alles Mögliche einfügen. Klicke wieder auf Speichern. Und jetzt werden mir zwei Kapitel, so wie ich sie gerade eben angelegt habe, angezeigt. Und wenn wir dann noch, wir können jetzt die Reihenfolge verändern. Das heißt, wir könnten jetzt hingehen und sagen, das Kapitel 2, das soll jetzt doch an die erste Stelle, kann ich machen. Ich kann das Kapitel verbergen. Das heißt, auch an der Stelle kann ich Dinge erst nacheinander freischalten. Ich kann über einen Klick auf das Zahnrad, das wollte ich sagen, das Kapitel im Nachhinein nochmal bearbeiten. Also alles zur Verfügung stellen. Wir können auch externe Inhalte einbinden. Kommen wir nächste Woche zu, von anderen Plattformen, sowas wie Learning Apps, Learning Snacks, H5P und so weiter. Kann ich alles reinpacken in das Buch, aber wenn ich jetzt zurückgehe in unseren Kurs, dann sehe ich, es ist deutlich aufgeräumter, als wenn ich ja alles so untereinander schreibe. Ich würde halt wirklich jedes Mal Thema 2 auch erstmal wieder mit einem Bild untermalen. Dann habe ich das Buch und der Schüler kann sich auch mal durch verschiedene Inhalte durcharbeiten. Nicht im negativen Sinne, sondern es wird für ihn Anreiz geschaffen, das auch zu tun. Es wird Lust gemacht. Also wir nennen jetzt mal Thema 3 auch wirklich at the Shopping Center. Ja? Und jetzt bearbeite ich das Thema auch noch. Ich füge auch hier nochmal ein Bild hinzu. Mach es einfach nochmal schöner ansprechen, damit wir auch sehen, was ich meine. Ich kann da immer noch keine Dateien über den Weg hochladen. Kein Problem. Ich habe hier vorbereitet. Moment. Ja. Jetzt geht's, das ist so schön. Das ist der schöne Vorführeffekt. Jetzt geht's. Ich mache wieder Beschreibung nicht notwendig. Breite 500 Pixel. Alles wie vorhin auch. Muss jetzt wieder warten, dass das Bild auch wirklich gesichert wird in meinem Kurs. Das ist halt leider manchmal so ein bisschen tricky. Da einfach Geduld haben. Es lädt. Wir warten kurz, wie auch immer. So kann ich halt meine Moodle-Kurse deutlich ansprechender und schöner gestalten, als wenn ich einfach nur Material ablege. Ja, ich klicke auf Änderungen speichern. Und da habe ich jetzt eben at the Shopping Center, habe das Bild, habe den Text und es passiert direkt was ganz anderes im Gehirn des Schülers. Er ist direkt angesprochen, sich auch mit den Inhalten zu beschäftigen.
Und so kann ich jetzt also meinen Kurs ganz kreativ aufziehen. Wie gesagt, nächste Woche noch, wie wir externe Inhalte einbinden können. Eine Sache würde ich gerne zum Schluss noch zeigen, nämlich, wie kann ich jetzt auch Evaluationen vornehmen? Weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Wir machen das ja für die Schülerinnen und Schüler. Also holen wir uns doch auch Feedback von den Schülerinnen und Schülern, wie das Ganze funktioniert. Und ich nenne das Thema 4 jetzt einfach Feedback. Und ich kann jetzt als Aktivität oder Material anlegen, auswählen Feedback. Und dann kann ich Fragen anlegen für den Schüler, für die Schülerin. Feedback, zusammen mal Unit 3 war das jetzt. Ja, ich gebe wieder ein Feedback zu Unit 3, gehe wieder auf Speichern und Anzeigen, damit ich nicht zum Kurs komme, sondern zu den Einstellungen des Feedbacks. Und das ist erstmal leer und ich könnte jetzt über Elemente bearbeiten und Frage hinzufügen. Könnte jetzt hingehen und könnte quasi jetzt Multiple-Choice-Fragen, Eingabezeilen eingeben und so weiter. Heißt, wenn ich jetzt einen Eingabebereich habe, da könnte der Schüler einen freien Text einbauen. Ich könnte jetzt also eine Evaluation aufziehen, wo der Schüler reinschreiben soll, er soll einfach mal ein Feedback geben. Wie beschreibe, wie du mit den Inhalten klar gekommen bist. Ist jetzt nicht hochwissenschaftlich formuliert, einfach nur, damit wir es einmal sehen. Ich speichere das Ganze. Und ich jetzt zurückgehe in meinen Kurs wieder oben. Dann habe ich hier unten jetzt das Feedback. Und jetzt mache ich noch eine Sache am Ende. Ich klicke einmal auf Bearbeiten, Ausschalten. Weil so wäre es ja auch für den Schüler. So würde es für den Schüler aussehen. Das heißt, er würde sich jetzt durchscrollen durch das Thema 1, 2, 3, 4. Könnte, wenn er jetzt auf beispielsweise das Buch klickt, sich durch die einzelnen Kapitel klicken. Und so kann ich Inhalte differenziert anbieten. Ich könnte ja auch zwei Bücher anbieten für meinetwegen Schüler, die eher schneller sind, die mehr Aufgaben benötigen, die vielleicht im E-Kurs sind. Also wir bei uns in der Schule hatten E- und G-Kurs. Kann ich hier also ablegen. Ich kann also differenzieren, ich kann spielen mit dem Programm, ich kann es aber vor allem einfach optisch ansprechend machen, als immer nur Aufgabentext fertig aus. Mach's ein bisschen schön und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es darum geht, ganz viele externe Inhalte reinzubauen, die es richtig, richtig cool machen für unsere Schülerinnen und Schüler, uns auch noch Arbeit abnehmen und definitiv anderen und mehr Lernzuwachs generieren. Bis dahin, eine wunderbare Woche.